Hallo Leute, ich bin Alex, The Free Jesser. Heute alleine, auch ohne Alex Gastkommentator. Und warum ist nochmal Rocky ganz vorne? Aber ich den trainieren wollte. Ah, hab ich vergessen. Naja, dann weiß ich jetzt immerhin, dass ich für die Bearbeitung des Videos Rocky nach ganz vorne tun muss. Ich beim letzten Mal habe ich ganz lange bearbeitet. Und das... Na, shit. Naja, ich hoffe mal, ich habe mir die letzten paar zu gefallen. Und wenn nicht, dann... Pech. Ja, Pech. Es geht jetzt hier weiter. Route 204. Wir haben jetzt ja den Zertrümmerer auf Rocky. Genau, und jetzt müssen wir hier durch diese Höhle durch. Und da warten harte Pokémon auf uns, deswegen kommt Flaggy mal nach vorne. Also auf der Route hier warten auch keine harten Pokémon auf uns, da ist nur so scheiße wie Myrapla. Und ich höre das alles nur Mono. Flucht gescheitert. Das ist ja schon mal schön. Wieso kannst du nicht fliehen, du? Da am Arsch. Ich glaube, ich setze auf mal meine Kopfhörer mal auf. Wenn ich sie finde. Dann kämpfen wir halt. Ach ja, ist das schön. Ja, zwei Attacken und das Myrapla ist auch besiegt. Aber, oh, ich sehe gerade, unser Flaggy hat auch ziemlich gelitten beim Kampf. Weißt du, da passt man einmal nicht auf und dann geht einem fast das Pokémon down. Das ist jetzt immer noch eine Nuzlocke. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder zurückzulaufen. Da verschwende ich lieber Tränke. Wir kriegen ja schließlich Geld auf der nächsten Route wieder. Beziehungsweise wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Geld, ne? Ja. Easy. Cool, ein Orden. Wir können die nicht sauber... Ich wollte gerade sagen, die kann man doch sauber machen. Leuchteorden. Leuchte. Leuchte stärker. Ich glaube, das ist alles. Okay, dann rein in die Höhle. Verwüsteter Pfad. Okay, und das hier ist Route 204. Oben ist wahrscheinlich auch 204. Ja, gehen wir hier direkt wieder raus. Ah, testen wir mal. Wo wir da hinkommen. Das ergab nicht mal Sinn. Das ist doch alles eine Ebene. Ja, okay, hier geht's hoch, aber... Ich bin nicht überzeugt. Ah, da kann man nur surfen, ne? Oder da ist wahrscheinlich auch irgendwas ist da. Ja, da ist was. Und hier ist außerdem ein Flöckemon Level 13. Da können wir vorab hauen. Ja, ich habe jetzt Flaggy in erster Linie wegen dem Sonnenfilmer nach vorne gepackt. Felsgrab. Behalte ich erstmal noch. Hallo? Hallo Frames. Es wäre nett, wenn ihr wiederkommen würdet. Ah, Flunkiefer. Hallo FPS, kommt ihr auch mal wieder? Ihr wart mal bei 60. Haha.
Ja. Anscheinend hat das wieder. Anscheinend hat das nicht. Oder doch? Jetzt sind sie ja 55. Ja, ja. Ich muss mal schauen. Zara. Im Hauptspross. Das wäre doch eigentlich was für Bibor. Und jetzt wäre es auf jeden Fall was für Bibor. Denn jetzt ist unser Flagmon vergiftet. Ja, das ist scheiße. Oder Kronos. Aber Bibor ist, glaube ich, jetzt erstmal die bessere Wahl. Weil Bibor nicht vergiftet werden kann. Aber mit Giftstachel selber sehr effektiv austeilt. Okay, du bist so einer. Dann machen wir den Energiefokus und versuchen dich mit dem Volltreffer zu erwischen. Mach kaputt. Friss die Flinklo und dann mach kaputt. Komm, Volltreffer, 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 Volltreffer. Besieg es einfach. Bam 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 bam. Kniels. Wir kämpfen mal weiter. Immer diese Nuzlocks mit ihren technischen und taktischen Gegebenheiten. Ah, schön vergiftet. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Immerhin macht er nicht viel Schaden. Aber ich glaube, haben wir einen Paraheiler? Ah, haben wir zwei. Und wir haben sogar fünf Gegengifte, also... Wir kommen hier lebendig aus dem Kampf raus. Sieht noch gut aus, alles. Keine Sorgen. So, jetzt nehmen wir einen Trank für Fabi. Und dann ist der auch wieder fast voll. Und Knilz wird dann durch das Gift verletzt. Und besiegt. Tschüss. Kein Level Up. Kigubi, wir wechseln mal. Auf Kronos. Ja, das ist jetzt keine Route, wo wir irgendwie Rocky gut trainieren könnten, weil das halt Pflanzen-Pokémon hier sind noch. Aber keine Sorge, Rockys Zeit wird auch noch kommen. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie halt Kigugi schlafen kriegen, weil das schon Level 15 ist. Kronos? Would you please? Hallo? Mir macht dieses Wachstum ein bisschen Sorge, weil... Das ist ein Spezialangriff. Ey, komm! Gibt doch wohl keine Regel, dass, höhere Pokémon nicht schlafen können. Komm, was war... Sechsmal hintereinander! Ja, und jetzt bin ich bepflanzt! Ey, was ein Rotz. Dann gehen wir jetzt auf die Brute Force. Tackle. Tackle, 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 tackle.
Totaler Scheiß. Und dann trifft der nicht damit. Jetzt habe ich ein vergiftetes Pokémon, ein paralysiertes und ein halb besiegtes. Und Schildi prischt einfach noch weiter voran. Roselia. Ja, ich überlege gerade, ich glaube, gegen Fabi kann Roselia nicht sehr viel einrichten. Damit der wenigstens noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammelt. Aber Level 17 schon. Der Giftstachel ist aber nicht sehr effektiv. Im Gegensatz zu meinem Giftstachel, das ist auch nicht sehr effektiv, okay. Dann probieren wir es mit dem Furienschlag. Ich meine, vergiftet werden kann ich ja nicht. Oh, ein Volltreffer, nett. Ach, zweimal, ja. Das ist dann auch wieder mein Bettlack. Mein Bettlaken. Zwei, komm, komm, viermal. Aha. Ja, geil, push. Ja, aber das ist, vierfach uneffektiv. Geil, 3 KP, hast du jetzt einen geheilt oder so. Und jetzt soll wieder weg. 3. Komm. Bisschen mehr. 4, 5. War ein 4er oder? Oh, scheiß Dreck. Volltreffer, schön. Jetzt kommt ein 4er. 4er oder? Dann ist er weg. Ein 4er, komm. Immerhin nicht, war er nicht ein einziges Mal paralysiert in diesem Kampf. Ich wollte gerade sagen, dass er bestimmt fast noch ein zweites Level ab. Pass auf, wechseln auf Rocky. Damit der auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte geht und gehen dann auf Schildi. Weil das jetzt Level 16 ist schon. Okay, Schildi. Du tackelst ihn jetzt einfach kaputt. Das Tangle macht sowieso maximal Rankenhieb oder sowas. Okay, das hat jetzt dreimal aufgepusht. Aha, wir sind vergiftet. Das ist ein Traum. Ein Albtraum. Absorbe, okay. Aber damit ziehst du uns hoffentlich nichts, ne? Ah, okay. Aufgrund der... Aufgrund der Wachstumsscheiße da. Eieiei. Ah, oh, Volltreffer. Nice. Jetzt muss der. Der muss jetzt. Der hat Scheiße gebaut. Okay, wir haben gewonnen. Ah, wunderbar. Dann gehen wir mit unserem halb besiegten Team jetzt einfach ganz schnell ins nächste Pokémon Center und heilen uns auf. Zara. Ja, was ein starker Gegner und die Frames gehen runter. Erstmal Gegengifte verteilen. Und Paraheiler. Und ich weiß nicht, ob da jetzt noch ein Trainer kommt. Wir gehen einfach mal vom Schlimmsten aus. Deswegen heilen wir unser Team ab wieder zu einem halbwegs lebendigen Zustand. Da ist noch einer.
Okay, ein Käfersammler. Da bräuchte man eigentlich Kronos. Wir ignorieren dich einfach mal. Wir gehen mal direkt zu dem Doppelkampf. So, Doppelkampf, Doppelkampf, Doppelkampf. Ich habe bisher noch keine einzige Doppelkampf-Taktik. Und es sind zwei Eis-Pokémon. Hell no. Auf Level 17. Okay, pass auf, wir versuchen jetzt erstmal unsere Gegner irgendwie... Ey, scheiße. Ryu. Aber warum sind die auf so einem hohen Level plötzlich? Eissturm. Ja. Ach du Scheiße, macht das Schaden. Und ich habe keinen Trank mehr. Au. Nö, das war immerhin sehr dumm von dir. Wir müssen irgendwie versuchen, dass die beiden weggehen. Okay, ich mach die Kraftwelle auf Europe. Denn der geht mir gerade tierisch auf den Senkel und der geht auch tierisch gegen Ryu. Geh mal weg, ey. Okay. Ryu, du hältst die Aquaknarre aus, ne? Er lebt noch. Er lebt noch. Okay, pass auf. Wir machen jetzt... Nein, das ist zu riskant. Ich wollte jetzt eigentlich Ausdauer machen, aber wenn Seemops direkt aufwacht und mir eine Ackerknarre reinpfeift, na, der kann aber auch dabei drauf gehen. Scheiße. Scheiße. Komm. Überleb das. Das holt sie direkt mit Absorber wieder. Yes, Maria. Wir müssen irgendwie so einen 2 gegen 1 Kampf provozieren. Schön, verwirrt. Schön, bei deinem Pen. Wir machen Absorber jetzt. Oha, wir sind sogar noch der Schnellste aus der Truppe. Ja, das ist gut. Beide am Schlafen, perfekt. Europe ist aus meiner Sicht gerade der gefährlichste. Aber wir müssen erstmal jetzt Schildis KP wieder hochbekommen. Weil sonst können wir den Kampf hier komplett vergessen. Und vielleicht kriegen sie von dem Elend auch gar nichts mehr mit und gehen einfach schlafend ins K.O. Ja, und dann sehe ich doch schon, dass... ja, ich denke, Rasierblatt können wir dann machen. Dass ich für den nächsten Part meine Pokémon alle mindestens auf Level 17 trainieren muss hier. Weil wir sonst bei solchen Kämpfen große Probleme haben. Und jetzt kommen als nächstes auch noch so Team Galactic-Leute. Einmal das komplette Team durch. Das ist dieselbe Route, ne? Ja, es ist eine neue Route. Es ist eine neue Route. Oder? Ja, ne? Ja, ist es. Ja, geil, was will ich mit sowas? Naja, egal. Ist irgendwas so Kanonenfuttermäßiges. Oder ich besiege es.
Aber das bedeutet, ich kann hier wunderbar meine Pokémon trainieren. Gegen Schaloko. Und du schläfst. Ja, jetzt bist du quasi gefangen. Drei. Und drin. Yeah. So. Ich glaube, das wird später zu Papinella, ne? Ja, nehmen wir das Rüsselvieh. Einfach aus dem Grund, bei Emperor gab es auch sowas, das haben wir Rüsselvieh genannt und es war nervig. Aber ich habe das dumme Gefühl, das hier ist ein viel zu langer Part. Rüsselvieh. Leute, wir sehen uns beim nächsten... Ich laufe noch schnell ins Pokémon Center, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.